Hallo, ich bin Sven und ich wollte jetzt nochmal was zum Wochenrückblick sagen. Das war ganz viel. Ich muss das jetzt mal rückwärts aufziehen. Das erste ist, was ich glaube, warum Trump überhaupt angetreten ist. Ich glaube, Trump ist Kontrastmittel, damit Hillary Clinton auf jeden Fall gewählt wird. Denn die hat nämlich ziemlich schwierigen Start. Die hat ja von Anfang an viele Fehler gemacht. Die ist sehr vorbelastet und da braucht man jemanden. Und ich glaube, die haben auch ganz genau nach Deutschland geguckt. Denn wenn man anguckt, warum ist Angela Merkel gewählt worden, dann liegt das auch an den weiblichen Wählern. Und mit den weiblichen Wählern kann man so etwas leichter hinkriegen. Vielleicht ist so eine kleine Anekdote. Ein Bekannter oder ein Freund von mir, das ist ein bekennender Zeitleser, der das auch alles sehr, sehr gut findet, die Mainstream-Medien und so weiter, der meinte, da wenigstens ist sie eine Frau. Und da meinte ich, wenn das ein Kriterium ist, naja, da habe ich da auch gar nicht mehr weiter diskutiert. Es gibt aber Leute, die tatsächlich so denken. Ne? Ist ein ganz schlimmer Mensch, aber wenigstens eine Frau. Ja, das macht es natürlich nicht besser. Was wollte ich noch sagen? Ach so, zu Trump ist mir noch was eingefallen. Trump ist der einzige Präsidentschaftskandidat, der seine Einkünfte noch nicht offengelegt hat. Und der gilt ja immer so als Self-Made-Milliardär. Das stimmt gar nicht. Der ist als Milliardär geboren. Und es gibt Gerüchte, dass der seine Milliarden auch schon verfeiert hat und dass er vielleicht gar keine Kohle mehr hat. Und dass es da vielleicht Sponsoren gibt, die diesen Mann, der hat ja alles Mögliche gemacht, der hatte Talkshow-Sendungen, der hatte was weiß ich für Vergnügungsparks und so weiter und so fort. Es kann natürlich auch sein, dass der vielleicht von ganz anderen Leuten finanziert wird, als wir das glauben. Und vielleicht auch von den Leuten, die Hillary Clinton unbedingt sehen wollen. Kann natürlich auch sein. Was wollte ich noch sagen? Fällt mir bestimmt gleich nochmal ein. Ich sage bis später, das Mikrofon ist offen. Also, ich bin jetzt schon mal eine Frau. Es heißt ja immer, Frauen verbessern das Klima. Ne? Komme ich auch mal wieder. Ich bin immer noch die Ilona und ich habe immer noch vor, euch zusammen mit mir auf die Straße zu bringen und zwar zum Ostermarsch am Ostermontag. Da sind sehr viele, die da einladen. Ich habe hier diesen Einladungsflyer mal tatsächlich mal irgendwo gefunden und bekommen. Hamburger Ostermarsch gemeinsam für den Frieden. Keine Bundeswehreinsätze im Ausland. Syrien-Einsatz beenden, Rüstungsexporte stoppen, Flüchtlinge aufnehmen, Fluchtursachen bekämpfen. Am Ostermontag, 28. März 2016, um 12 Uhr ist der Auftakt und dann geht es hinten, also diese Erlöserkirche neben dem Berliner Tor. Man kann die praktisch von dieser Überführung Berliner Tordamm kann man die oder Berliner Torbrücke kann man die sehen. Dort geht es los. Und dann führt der Marsch durch dieses Gebiet bis zum Karl-von-Ossietzky-Platz an der Langen Reihe. Und das ist dann in St. Georg. Und dort beginnt dann um 14 Uhr ein Friedensfest. Da kommt zum Beispiel auch unsere Bianca und singt da für uns. Also es wird sicher sehr schön. Es sind einige interessante Leute, die dort auch wieder Reden halten. Auch die Gunda Weidmüller, ich weiß nicht, kenne ich sehr gut. Freue ich mich drauf, wenn wir uns alle wieder zusammentreffen. Und ja, es ist einfach jetzt eine schöne Zeit, um auf die Straße zu gehen, sich unterzuhaken und etwas für den Frieden zu unternehmen. Findet ihr nicht? Ja, und am Ostermontag ist dann hoffentlich auch besseres Wetter. Also ich schalte mich da mal ein, so kann das ja nicht sein hier. Wird ja mein blaues Banner wieder nass. Das können wir nicht machen. Ja, und dann soll ich immer noch meine Friedensdefinition noch mal kurz vorstellen. Mögen manche immer so gern. Also Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Frieden ist die Kraft in deinem Herzen, in dir drin. Frieden ist der Weg, Frieden ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen.